Hallo Leute, ja, neue Folge und ich hatte letztes Mal hier dieses gesehen und war dann überlegen, hier vielmehr, wie kriegen wir das da hin, weil dann müssen wir hier wieder was bauen. Aber mir ist danach eingefallen, man kann das ja auch von oben machen. Allerdings, wenn wir das von oben machen, müssen wir erstmal hier oben anfangen zu bauen, weil das müsste wir von da starten, glaube. Mache hier auch mal gerade die Decke mit Ziegeln zu, kann auch bis dahin erstmal und das müssen wir dann ja alles verschieben, glaube. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das zusammengedrückt kriegen und dann weg ist. Das heißt, das kann abgebaut werden und dieses kann eigentlich auch abgebaut werden, oder? Oder nee, das kann nicht abgebaut werden. Warte, dann mach lieber einen Abbruch, weil sonst kommen die da nicht hoch und können nicht weiter. Ich glaube, so ist erstmal richtig. Und dann müssen wir hier kommen wir ja auch nicht mehr dran. Ne? Das heißt, hier machen wir den weg. Und ich glaube, dann kommen wir da vielleicht hoch, oder? Mach den auch noch weg. Weil dann können die das hier auch abbauen, ohne dass ich jetzt hier Leitern machen muss oder sowas, glaube. Versuchen wir mal, ne? Ja, nach dem Intro gucken wir weiter. So, das haben wir hoffentlich alles dann irgendwie so richtig gemacht. Warte mal, hier geht aber auch so abbauen, ne? Weil da passt es ja. Da können wir ja oben alles bauen dann, oder? Ja, es müsste so gehen. Hier müssen wir nur ja, weiter zusammendrücken das Ganze dann, oder? Ja. Ja, weiß ich auch noch nicht, wie das geht, aber irgendwie wird schon gehen. Ja, lass die mal da machen. Na, ich glaube, den können wir dann auch schon aushöhlen. Und dann müssen wir den da erst da zusammendrücken. Glaube ich. Um dann da weiter das hinzukriegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, die sind erstmal hier glücklich. Der müsste rausgeholt werden. Sind die wirklich glücklich? Verhungert. Ne, die sind nicht so glücklich. Was macht denn unsere Leitung hier, Lüftung? Wie ist es denn mit schmutziger Luft? Okay, das kann auch hier nicht funktionieren, oder? Da fehlt doch was. Die kriegen hier keine schmutzige Luft. Wo fehlt's denn jetzt hier dran? Fehlt's hier dran? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, so müsste es dann gleich funktionieren. Warte, wir können das ja mal priorisieren. Ach nee, wenn ich das jetzt priorisiere. Ah, macht er sowieso gerade. Ja, nochmal Lüftung. Und da hat eine Schleuse keinen Strom. Es wäre nur interessant zu sehen, dass das hier auch funktioniert, ne? Da kam gerade schmutzige Luft. Okay, die geht da auch durch. Hier kommt Kohlendioxid. Der müsste jetzt hier landen. Tut's auch wohl. Ja, erstmal sieht das wohl gut aus, oder? Wäre nur schön, wenn es hier ein bisschen mehr schmutzige Luft geben würde. Dem sieht jetzt gerade nicht so aus. Das hier, ich glaube, das kann man abreißen, oder? Glaube, das kann weg. Und wie ist es hier mit schmutziger Luft? Nicht lange genug die verschmutzte Luft da wahrscheinlich, ne? Steigt die hier nicht hoch? Verdampft die hier nicht genug. Hier ist ja auch verschmutzter Sauerstoff, aber der kommt gar nicht runter, ne? Und der. Oh. Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Eigentlich hätte die Pumpe dann hier sitzen müssen, oder? Weil da steigt ja alles hoch. Vielleicht ist das noch besser zu machen, oder? Und wofür ist der Filter? Achso, der filtert dann nochmal das raus. Aber dieser Filter macht Sauerstoff. Der geht dann da hoch, der Rest geht runter. Ja, okay, doch, das ist eigentlich erstmal so richtig. Gefallen tut es mir gerade nicht, ne? Irgendwie. Ja, ist dann so. Oder hat Mordrak das hier hingebaut? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Lassen wir erstmal so.
Hier ist auch genug verschmutzter Sauerstoff drin, ne? Sie kriegt hier keine Luft oder eher. Hier wird auf jeden Fall gekühlt, glaube ich. Lass uns mal gerade temperaturmäßig anzeigen. Fieber ist da. Okay, das wird jetzt hier kühler, aber es ist relativ warm hier, ne? Okay, da, hier oben ist auch schon alles warm. Das würde bedeuten, hier müssen ganz andere Ziegel auch noch hin. Aber die haben wir ja eigentlich hier. Und die sollten da noch hochgehen vielleicht. Ja, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Hier wird auf jeden Fall jetzt gebaut. Das sieht auch gut aus. Würde ich sagen. Okay, da wird entkernt. Hier passiert noch nichts. Müssen wir schauen, ne? Warte, hier fehlt an irgendeiner Schleuse. Ach ne, der ist auch schon da, der Strom. Und hier muss noch eine Schleuse hin, ne? Und dann fehlt es hier oben definitiv auch noch an Dingens. Wie heißt es? Hier fehlt es definitiv an Sauerstoff bei den Leuten drin. Wenn hier so eine Schleuse ist, dann können die nicht atmen. Ja, vorübergehend kommen die dahin, damit das erstmal läuft. Okay, hier wird was gebastelt, das ist schon mal gut. Hier haben wir verschmutzten Sauerstoff. Was ist hier denn? Auch verschmutzter Sauerstoff. Der fällt dann da runter. Wie ist denn überhaupt mit dem Overlay und Sauerstoff? Hier unten geht's, ne? Ja, hier geht's, aber hier geht's so gerade so und hier wird's schon schlecht und die drei, die sind dann verloren, ne? Ja. Die Batterie ist fast leer, aber wahrscheinlich braucht da keiner Strom oder warum passiert da nichts? Mal Leitung hier hin. Okay, diese Leitung geht hier hin und ist auch nicht überlastet, okay. Hier könnten wir mal schauen, was denn hier auch verschmutzter Sauerstoff. Ist das ein abgetrennter Bereich da, ja? Das würde bedeuten, wir machen hier zu, oder? Aber wie sieht es da mit Temperatur aus? Die ist noch gut. Das heißt, normaler Ziegel reicht. Machen wir da zu, ja, ne, oder? Das kann hier zu. Muss auch zu. Was haben wir hier? Chlorgas. Das würde bedeuten, wir müssen das auch wieder so machen, ne? Sieht erstmal gut aus, oder? Mach das auch mal weg. Wenn das weg ist, machen wir den weg. Ja, Weiß nicht, wie wir den zudrücken. Vielleicht hier nochmal. Okay, keine Ahnung, warum man das jetzt nicht macht. Das muss auf jeden Fall so dann. Geht der dann jetzt? Nö, will er auch nicht, weil die Pflanze wahrscheinlich im Weg ist. So sieht's aus. Ja, müssen wir auch gucken, wie es da weitergeht. Batterie ist voll, okay. Ja, hier müssen wir ganz dringend aufräumen in den Dingens, damit die gute Laune haben. Das sieht ja hier ganz schlecht aus. Boah, Alter. Die haben ja gar keine Stimmung dann, oder? Ist hier auch noch was? Da auf jeden Fall in der Tür. Hier beim Essen darf auf gar keinen Fall was liegen, ey. Das ist hier der einzigste Bereich, wo ordentlich aufgeräumt worden ist, oder was? Was haben wir hier gemacht? Eine Rutschestange. Aber das war wegen so einem Pufflet hier, ne? Ich glaube, das ist schon richtig jetzt, oder? Und dann könnte... Warte, wo ist die Treppe? Die geht hier definitiv durch. Das würde bedeuten, wir sollten hier die Treppe auch... Könnten wir aufmachen, oder? Da und da kann weg. Wo geht... Ach, die Wand geht noch daneben her.
Warte mal, das würde bedeuten, wir müssen definitiv hier kürzen, da kürzen, da kürzen, da kürzen, da kürzen. Ist die Rutschestange an der falschen Stelle? Nee. Achso, die Leiter kommt noch daneben, dann passt's. Ah, hier hat das wieder gut geklappt mit dem Abbau, ne? Schade. Kannst du erstmal so machen hier. Und dann kann man das da oben auch abbauen, ne? Gut, was macht der Rest hier? Der sitzt noch im Wasser, der hat auch mehr Wasser gemacht durch das Abgetaute. Hier ist der Bleichstein-Geschichte drin, glaube ich, ne, oder? Das ist, glaube ich, der einzige Behälter, den wir zurzeit haben. Ja, Bleistein-Oxalit ist da drin. Hier sind alle leer, außer dieser hier. Wie war das jetzt? Gebäude deaktivieren? Nee. Ach so, hier. Da muss ich alles ausmachen, ne? Jetzt weiß ich nicht, was da drin war. Aber nur beim Aufräumen was reinlegen ist richtig, oder? Und dann ist ja das Riesenlager, ne? Ist da nichts drin? So, ich muss den da auch anklicken, ne, damit das klappt. Nur beim Aufräumen was reinlegen. Das sollte so reichen. Das sind dann viel zu viele, glaube ich. Kann das sein? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Hier ist Magmatit drin. Das können wir jetzt ausmachen und wieder anmachen. Dann ist genau das passiert, was ich glaube, so sein soll. Und eigentlich müssten wir jetzt alle durchgehen, so passend. Egal, da unten ist jetzt ein riesen Lagerraum. Können wir hier noch was machen? Fertigkeiten, Duplikanten. Jean hat so viel da. Jean würde gerne noch schweres Graben machen. Geben wir ihm doch das, dann freut er sich. Achso, da war noch einer. Aber da ging das, glaube ich, nicht, ne? Stinky hatte hier schon... Oh, der ist schon mies drauf. Der braucht schon Motivation hoch 10. Da müssen wir schon was gegen die Motivation jetzt langsam tun. Oder Dekoration brauchen wir, ne? Hier sieht's... Da müssen wir einen Wandteppich drauf machen, zum Beispiel. Nee. Wo ist denn hier Deko? Wo finde ich das? Bei Möbel? Eisblock. Leere Leinwand. Ach so, ist das schon richtig? Nö, ist schon richtig. Wieso ist das hier ein weniger und da ein mehr? Egal, mach so. Und da ist auch noch was. Möbel. So, über dem Bett haben wir jetzt immer eine schöne Deko. Da machen wir das auch hin. Hier unten fehlt es noch. Da brauchst du nicht, hier muss es aber. Hier verstehe ich wieder nicht, warum das da anders ist wie da. Da, oh Mann. Aber ist egal, die Räume müssen ja nicht gleich sein. So sieht es erstmal gut aus, oder? Ich hoffe, die Deko macht dann auch was aus. Sehen wir aber auch später erst, ne? Hier muss noch Strom gemacht werden, die Schleuse geht zu langsam auf. Gut, okay. Haben wir erst was? Jetzt könnten wir hier auch schon den Schacht breiter machen. Das kann auch abgelegt werden und da kann noch eine Tür hingebaut werden. Und dann brauchen wir definitiv hier auch wieder Dingens, solche Ziegel. Jetzt haben wir einen daneben gehauen natürlich. Damit die Luft da auch rein und raus kann, ne? Hier auch? Ne, da nicht wegen Schleuse. Den müssen wir gerade abbrechen, das ist falsch. So, hier kann auf jeden Fall der Sauerstoff schon mal richtig schön runter, ne? Okay, da kann gleich noch mehr weg. Dünger und Phosphor steht da drin, brauchen wir da nicht mehr drin. Und das Teil kann zerlegt werden. Und das soll aufgeräumt werden.
Weil der muss jetzt weg, da muss eine Tür hin. Ja, die Tür kann auch zerlegt werden. Dann haben wir einen wunderbaren Schacht, da freut sich der Mordrak. Oh, hier ist schon fertig. Okay. Oh, da muss auch eine Tür hin. Jetzt ist er ja weg, ne? Okay, da müssen wir nochmal genauer überlegen, ob das alles so wird. Ah, da haben wir es auch nicht geschafft, oder? Naja, kriegen wir schon noch. Die Rutschestange ist bis dahin. Da kann jetzt eine Leiter jeweils hin. Vielleicht hätten wir erst die Rutschestange machen sollen, ne? Das wäre vielleicht wichtiger gewesen. Die geht da nicht hin, die geht da nicht hin. Warum ist jetzt hier Wasser? Aufwischen. Ach, wir haben irgendwo eine Leitung erwischt wieder. Wetten? So ein Shit aber auch. Irgendwo haben wir da eine Leiter erwischt. Shit. Sanitär. Rohr. Wo haben wir es erwischt? Hier. So ein Pech aber auch. Okay, da wischt schon einer. Da unten ist zu viel Wasser, das hat gut geklappt. Aber wir müssen sowieso nach links vielleicht, oder? Hier durch wird es am besten sein. Das bedeutet, Leiter erst noch runter. Hier muss irgendwas sitzen, was wir nicht... Ach, da ist der Geysir, okay. Da können wir gar nicht lang. Okay, da müssen wir nochmal überlegen, was wir da machen müssen. Ja. Hier auf jeden Fall Ziegel. Dann kommt das erstmal schon mal hin, oder? Aber ist das richtig? Weiß ich nicht. 2, 4, doch, passt wohl. Gut, ich würde sagen, für die Folge soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Dann gucken wir hier, was wir mit dieser Tür machen.